Asperges mich. Da bis Domine misericordiam tuam. Domine ex audi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, ex audi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeternae Deus, et mittere dinieris Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Oremus, ecclesiam tuam Domine miseratio continuata mundit et moniat, et quia sine te non potest salva consistere, tuo semper munere gubernitur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Invicem, invidentes.
Dominus vobiscum. Sequentia sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore
Ecce. De functo se ferebatur filios onicus matris sua. Et hec vitua erat et turba civitatis multa cum illa. Quam cum illis et hominus misericordia motus superiam dixit illi noli flere. Et accessit et ecit et loculum. Ia autem qui portabam steterunt. Et aida lulescens dividi consorce. Et residit qui erat mortuos et cepit locri. Et edit illum matris sure. Accipitantem omnis timor et magnificabam Deum dicentes, quia profeta manius orexit in nobis, et quia vit, quia Deus visita, avit, plebem suam. Geliebten Christus, vernehmen Sie noch einmal die Lesung vom 15. Sonntag nach Pfingsten aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Galater. Brüder, wenn wir im Geiste leben, lasst uns auch im Geiste wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander herausfordern, einander beneiden. Brüder, wenn auch einer von irgendeinem Fehler überrascht wird, so unterweiset ihn als geistig Gesinnte im Geiste der Sanftmut. Hab Acht auf dich selbst, damit nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn einer sich einbildet, etwas zu sein, da er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Ein jeder prüfe sein eigenes Tun, dann mag er sich bei sich selber rühmen. Nicht vor einem anderen, denn jeder hat seine eigene Last zu tragen. Wer in der Lehre Unterricht erhält, teile all sein Gut mit dem, der ihn unterrichtet. Täuscht euch nicht, Gott lässt seine nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer im Fleische sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber im Geiste sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. So lasst uns denn Gutes tun und nicht ermüden. Zu seiner Zeit dann werden wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns allen Gutes tun, vorzüglich aber den Glaubensgenossen. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt mit Namen Naim. Seine Jünger und viel Volk begleiteten ihn. Als er nahe an das Stadttor kam, trug man eben einen Toten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, die Witwe war. Viel Volk aus der Stadt ging mit ihr. Als der Herr sie sah, ward er von Mitleid über sie gerührt und sprach zu ihr: Weine nicht. Dann trat er hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Da wurden alle von Furcht ergriffen, sie lobten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums.
Zur Gottesdienstordnung. Wir werden gleich im Anschluss an das Heilige Amt das Allerheiligste Altarsakrament aussetzen zur Anbetung bis 17 Uhr. Und gleich zu Beginn werden wir die Weihe Deutschlands an das unbefleckte Herz Mariens gemeinsam erneuern. Um 17 Uhr ist dann die gesungene Vesper und anschließend der Schlusssegen. Die Gottesdienstzeiten sind gemäß der Ferienordnung. Es gibt am Samstag eine zusätzliche Messe um 10.30 Uhr. Und am kommenden Sonntag wird eine Wallfahrt zur Lourdesgrotte in Dünzling stattfinden, von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte in Christus, vielleicht gehören Sie zu den passionierten Pilzesammlern. Dann ist jetzt Hochsaison. Es gibt, wie Sie wissen, gute, gesunde Pilze und es gibt giftige Pilze. Ich möchte zuerst bei den Pilzsammlern und bei den Pilzgenießern vier Gruppen unterscheiden. Die erste Gruppe, die sagt sich, Pilze sind so fein, ich esse alle. Alles, was ich finde, kommt in die Pfanne, wird gekocht und gegessen. Wenn Sie diese Strategie fahren, dann werden Sie früher oder später im Krankenhaus oder sogar auf dem Friedhof landen. Sie können auch eine zweite Variante wählen und sagen, ich esse nur die guten Pilze. Das ist das, was die allermeisten machen und Sie sicher auch. Das ist eigentlich das einzige Vernünftige. Die schlechten Pilze kommen weg und die guten werden gegessen. Es gibt auch eine dritte Gruppe, die kommt relativ selten vor. Das sind diejenigen Leute, die sagen, ich esse aus Prinzip keine Pilze, weil es könnte sein, dass irgendwann mal ein giftiger darunter ist und dann habe ich Probleme. Also esse ich aus Prinzip nie Pilze. Schade für diese Menschen, weil Pilze etwas Gutes sind. Und dann noch die vierte und letzte Gruppe, das sind diejenigen, die Pilze sammeln gehen, sie mit nach Hause nehmen, die guten, die kommen in die Pfanne und die schlechten, die liegen halt noch auf dem Küchentisch rum, so ein paar Tage, bis sie dann irgendwann verräumt werden. Das ist relativ gefährlich, weil es könnte ein Kind kommen und irgend so einen Pilz, der giftig ist, sich in den Mund stecken und so vergiftet werden. Ich möchte natürlich jetzt nicht bei diesen Pilzen stehen bleiben, bei dieser Predigt, sondern eine Anwendung geben. Die Pilze, die stehen symbolisch für Lektüre, gute Lektüre oder giftige Lektüre. Und Lektüre meine ich jetzt nicht nur Bücher, sondern alles, was auf uns an Information, an Bildung zukommt. Es kann auch das Radio sein, das Fernsehen, das Internet, Hörspiele und so weiter. Die erste Gruppe ist jene, die einfach alles konsumiert, ohne zu unterscheiden Gutes und Schlechtes. Der heilige Don Bosco, er hat den Buben in seinen Schulen, vor allem in seiner Schule in Turin gesagt, meidet schlechte Freunde und meidet schlechte Lektüre, weil sie uns verderben kann. Natürlich wissen wir, dass das Internet, um jetzt irgendein Beispiel zu nehmen, auch gute Seiten hat. Sind Menschen durch das Internet zum Glauben gekommen? Und wenn der heilige Paulus heute leben würde,
würde vielleicht auch das Internet benutzen, um den Glauben zu verbreiten. Christoph Blocher, ein berühmter Politiker, rechtsbürgerlicher Natur aus der Schweiz, wurde einmal in einem Interview gefragt: Herr Blocher, schauen Sie fern? Dann sagt er: Nein, ich brauche das Fernsehen, um zu reden. Einer, der nicht sich hat beeinflussen lassen, sondern er hat es benutzt, um seine Botschaft weiterzugeben. Und so hat es, würde es der heilige Paulus heute sicher auch machen. Ich habe vor einer Woche mit einem Priester aus Frankreich länger gesprochen. Er ist Schulleiter einer Bubeninternatsschule, hat 280 Schüler dieser Internatsschule, so zwischen schätzungsweise 12 und 18 Jahren. Und er hat vor ein paar Jahren gesagt, die Schüler gehen alle 2 Wochen nach Hause und ich möchte nicht, dass zu Hause die Schüler schlechten Einflüssen ausgesetzt sind, in Gefahr kommen, wo alles, was wir in der Schule aufbauen, wieder zerstört wird. Und er hat mit den Eltern einen Vertrag gemacht. Alle Eltern müssen das unterschreiben. Die Kinder, die Schüler, bekommen zu Hause kein Smartphone. Sie dürfen im Büro an den öffentlichen Computer gehen, sie dürfen auch da das Internet schauen, aber nicht das Smartphone mit Internetanschluss, wo sie überall auch auf schlechte Seiten fallen können, zum Beispiel pornografische Seiten. Die Männer und die Jungen sind da von der Erbsünde her mehr in Gefahr und er ist jetzt diese Strategie gefahren, um die Kinder zu bewahren. Und ich glaube, jeder von uns muss sich auch die Frage stellen, wo sind meine Gefahren? Bin ich nicht manchmal auch einer, der schon die guten Pilze konsumiert, aber auch manchmal ist ein Giftiger darunter. Und das muss ich vermeiden, weil ich sonst vergiftet werde. Nicht körperlich, aber seelisch. Die zweite Gruppe, das sind diejenigen, die nur gute Pilze essen. Jetzt auf unser Thema angewendet, sind Menschen, die nur gute Lektüre lesen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Lektüre, diese gute Lektüre uns gewähren. Wenn Ihre religiöse Bildung sich nur auf die Sonntagspredigt beschränkt, dann sind das 10 Minuten pro Woche auf 168 Stunden verteilt. Und in den anderen 167 Stunden kommen so viele Informationen auf uns zu. Diese 10 Minuten, die gehen irgendwie unter. Und darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, um gute Lektüre zu lesen, um uns zu bilden und die Wahrheit besser kennenzulernen. Vielleicht auch mal, wenn man in einem Gespräch nicht mehr weiter weiß, schaut man in einem Buch nach und sucht die Antwort darauf. Oder man fragt nach oder man recherchiert. Und das nächste Mal hat man dann die Antwort bereit. Manchmal ist die Lektüre auch nötig, um die Standespflichten zu erfüllen. Ein Arzt beispielsweise, wenn er das Studium vor 30 Jahren gemacht hat, dann kann er sich nicht auf das Wissen vor 30 Jahren beschränken. Er muss sich wieder reinlesen, er muss weiter voranschreiten. Es gibt neue Erkenntnisse, neue Medikamente, die auf den Markt kommen. Oder ein Rechtsanwalt, er muss die Gesetzesbücher studieren, er muss die aktuelle Gesetzeslage vor Augen haben und so weiter. Also manchmal ist die Lektüre auch nötig, um die Standespflichten zu erfüllen. Die dritte Haltung bei den Pilzen ist es so, das sind diejenigen, die sagen, ich esse gar keine Pilze aus Prinzip, weil es könnte ein Giftiger darunter sein. Auf die Lektüre angewandt sind das jene Menschen, die sagen, ich lese gar nichts, weil es könnte ja sein, dass
ich etwas Schlechtes lese. Das könnte natürlich sein und darum ist es gut, oder ein kleiner Ratschlag von meiner Seite her, Sie dürfen gerne auch anlässlich einer Beichte oder wenn Sie einen regelmäßigen Beichtvater haben, diesen fragen, Herr Pater, haben Sie für mich eine gute Lektüre oder wo denken Sie, dass ich mich ein bisschen weiterbilden könnte? Vielleicht ist es ein geistliches Buch oder irgendeine Lebensbiografie, dass wir wirklich uns diese gute Nahrung geben. Und dann noch das vierte und letzte, das sind diejenigen, die die guten Pilze zum Essen geben, aber die schlechten, giftigen Pilze herumliegen lassen. Das ist so, wenn man, könnte zum Beispiel die Eltern sein, die schlechte Lektüre herumliegen lassen, oder das kann auch jemand selber sein, der auf etwas Schlechtes gestoßen ist und sich von diesem Gegenstand nicht trennen kann. Wir haben im Seminar in unserer Bibliothek einen sogenannten Giftschrank. Ja, die Franzosen in Ekon nennen das l'enfer, die Hölle. Das sind Bücher, jetzt nicht unsittliche Bücher, aber Bücher von Theologen, modernistischen Theologen, die für eine Bibliothek vielleicht wertvoll sind, für gewisse Studienzwecke, aber jetzt nicht unbedingt geeignet sind für die Seminaristen zum Lesen. Und das ist sehr klug, diese Einrichtung, die gibt es schon wahrscheinlich seit Anfang des Seminars, damit man nicht auf Lektüre und Ideen stößt, die für den Glauben schädlich sind. Also wenn wir das im Seminar schon haben, dann dürfen auch Sie zu Hause so einen Giftschrank anlegen oder diese Bücher direkt entsorgen. Versuchen wir also wirklich mit uns selber auch ein bisschen streng zu sein und uns zu fragen, wie viele Male auf die Woche verteilt oder auf das Jahr verteilt, bin ich zu nachlässig, was die Informationsflut betrifft, die ich in mich hereinlasse. Suche ich genug die Wahrheit? Suche ich im Glauben, im geistlichen Leben wirklich tiefer zu werden? Und vielleicht kommen Sie zum Schluss und sagen Sie, ja, es wäre gut, wenn ich noch ein bisschen mehr Lektüre gewähre, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit nehme, auch wenn es nur eine halbe Stunde pro Woche oder am Samstag oder am Sonntag je eine Viertelstunde wäre. Ich glaube, Bücher können gute Freunde sein und sie können uns weiterhelfen. Der Autor, er spricht nicht direkt zu uns, er hat für eine große Allgemeinheit geschrieben, aber vielleicht spricht er in dem Moment gerade zu mir und vielleicht will der liebe Gott jetzt gerade durch diesen Autor für mich eine Botschaft geben, die mich weiterbringt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Credo in nonum Dei. Thank you.
saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et vos sum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et iustum est cum et salutare. Nos tibi sempre dubique gratias accere. Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, qui communicerito Filio Tuo et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus. Non in unia singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod in te tua gloria revelante te credimus, hoc te Filio tuo, hoc te Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterne quedeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoritur equalitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicente.
saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divinens institutione formati audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Thank you.
Miseriata vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestis peducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutione et remissione peccatorum vestrorum, tribo dobis omnipotens in misericordia Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi.
est nostras et corpora possidiat quae sumus Domine doni celestis operatio. Ut non noster sensus in nobis, sed iocidere eos preveniat effectus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.